Willkommen zu Shadowland von 1999. Das Spiel habe ich mir mal gegönnt, weil ich es noch von früher kannte und dachte, für 99 Cent ein bisschen Spaß zu haben. Bei der Klötze-Grafik. The Shadow Men have protected the world of the living against threats crossing over from the spiritual plane known as Deadside. The place where everyone goes without exception when they die. Mike LeRoi is the current heir to the mysteries of this ancient lineage, bearer of the Mask of Shadows. When darkness falls, he becomes the walker between the worlds, immortal voodoo warrior, taker of souls, lord of Deadside, the Shadow Man. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Kann losgehen. Sollen wir einen Speicherplatz aussuchen hier? Den hier, wir fangen ja von ganz neuem an. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch spielen kann. Also früher war das natürlich ein Highlight. The 9th of November 1888. By my deeds am I known, and I am known as Jack, Springheel Jack, Jack the Ripper. By my deeds am I known, and they are truly bloody. I took them all to my heart. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Kelly, and loved them, truly loved them all. But the immortal power I sought within the sordid confines of their bodies, the still beating organ of the soul, was not to be found. The ritual of the knife was to no avail. I am bereft, and must therefore perform that bloody ritual upon myself. Stay your hand, Jack, and listen to what I have to say. How did you find this place? Who are you? My name is Legion. For we are many. The immortal power that you seek does exist. It does indeed lie within the soul, but only within certain ones, certain dark souls. My God! What are you that you can produce such things from thin air? Merely an explorer, much like yourself. What is it that you want from me? You are an architect by trade, are you not? I am. Then I would have you build a cathedral to pain. A place where you and I and others like us may join together. A place of asylum for all of the unique and misunderstood individuals that will follow you as the time of Armageddon approaches. And at the heart of asylum, we shall construct a great dark engine powered by souls of equal hue. And we shall harness their power to create an immortal army to punish and cleanse this pathetic world. And where might I build this cathedral of yours? Across the veil, in the darkness, amongst the restless spirits of those who have passed beyond, in the place known as Deadside. Then, if I am to join you, I must die. It is prophecy. We cannot fail, for we are many. For we are many! Wow, die geilste Todesszene, die ich je gesehen habe in einem Computerspiel. Faszinierend. Oh, hier ruckelt's ein bisschen. Ist wahrscheinlich doch nicht mal ganz so kompatibel mit Windows 10 und einer 2080 Super. Oh, das wurde damals so schlecht programmiert. Das kann natürlich auch sein. The end is sooner than you think. Come to mama, baby. Hey there, thanks to them. Damn beautiful friend. Oh, da träumt aber einer sehr, sehr schlecht. There's a darkness coming. What's the problem, Magnetta? I had a dream, Shadow Man. A real bad dream. A Deadside dream. Oh, die spricht aber auch nicht das beste Englisch. The heralds of the apocalypse. Beacon's file confirms everything I feared. The end's common, Shadow Man. An ancient prophecy tells of the return of a great evil to Deadside. A terrible force gathering dark souls to its darker heart and using their power to cross over into this world and bring about apocalypse. I must stop this evil from bringing about the end of all things. Only you can do it, Shadow Man. You are the walker between the worlds. I can't go Deadside, and Jaunty's next to useless in both worlds. You are the only one who can do anything about this. as it ever was. But you ain't never confronted anything like this evil. It's so pure, not even the ancient protectors of the dark souls could destroy it. They could only banish it from Deadside. They knew it'd come back one day, hence the prophecy telling of its return. The power of the ancients is all but gone now, and the dark souls that evil desires lie unprotected. What you gotta do, Shadow Man, is to go Deadside and recover the dark souls. Take them into your own protection before evil gathers them to its terrible heart. Okay, so let me get this straight. If I don't recover these dark souls, then the world's gonna end. Am I right? You got it. Shit. Look, I gotta go. I've got a lot to do. Take Deacon's file and meet me at dawn at the church on the hill. I've kept your stuff safe for you. Ja, also was mir sofort auffällt, sind natürlich die Texturen. Die haben ja gar noch nicht mal Finger gehabt, früher, als sie sich irgendwie bewegt haben. Dann die Farben sind Texturen. Really vielleicht damals ganz toll gewesen, aber das sieht ja heute nice aus. Das sind schon so Level, wo man, also von der Qualität der Level, wo man sagt, ja, muss ich das heute noch mal spielen oder mach es lieber aus, weil ich glaube, das Retro-Freak, wenn man das früher gespielt hat, ist vielleicht ganz geil, kann mir einigen auch gefallen, das können wir auch viele Geschichten, aber von der Technik her, von der Qualität her, boah, Mann, 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 Wahnsinn, was 1999 erst möglich war, wenn man das mit heute vergleicht, das sind ja echt Welten. So. Was mir auffällt bei der Steuerung, in den heutigen Spielen haben wir zwei Sticks, also wir haben ja rechts und links einen Stick. Normalerweise kann man links laufen und rechts kann man halt sich in der Umgebung umgucken, das funktioniert hier nicht. Was man machen kann, man kann hier umschalten, man kann halt ein bisschen zoomen, aber auch, ja, das ist das Einzige. Kann man sich ein bisschen umschauen, war wahrscheinlich damals schon revolutionär. Aber okay, das ist von der Optik her nicht toll. Aber vielleicht, weil es so einseitig ist, sollte man ab und zu, um weiterzukommen, vielleicht sich mal umschauen, damit man auch weiß, wo es lang geht. So, was haben wir denn noch? Wir können einmal springen. Ja, das war's auch erstmal. Also springen und zoomen. Ich denke mal, wir bekommen später noch eine Waffe. Ja. Jetzt wäre zum Beispiel so ein Punkt, während ich hier um die Ecke laufe, dass ich hier normalerweise mit einem anderen Stick beim Laufen, sage ich mal, hier so geguckt hätte, wo ich lang laufe. Aber okay, es soll nicht sein. So, wir können ja einmal in die Höhle rein. Und wahrscheinlich ein paar Dinge einsammeln. Sehr gut. Hier ist noch eine Brücke. Okay, Secrets müssen wir jetzt nicht lösen. Da hinten war nämlich auch noch ein Versteck, aber wir wissen ja nicht, ja, wie das Ganze so funktioniert. Wird man natürlich über die Jahre auch vergessen. Das Game war aber damals so eine Atmosphäre, ja, schon eine Revolution. Aber was ich jetzt merke, ich neige immer wieder dazu, den rechten Stick zu nehmen, und in der Hoffnung, dass ich mich mal umschauen kann. Aber das geht wirklich nur mit dem Umschauen, und dann ist es halt noch so, dass man so eine Art Pilotensteuerung hat. So, wir müssen jetzt hier rüber springen. Hier rüber laufen. Aber natürlich klar, kleine Falle. Die gab es wahrscheinlich damals schon, bin ich nie drauf, da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Oder konnte mich nicht dran erinnern. So, wir laufen weiter. Hier ging's hoch. War damals schon ein Special Effekt, dass die Brücke einstürzt. Unglaublich. Ja, wie gesagt, wer einen schlechten, performanten Rechner hat und sagt so, für 99 Cent möchte ich mir mal was gönnen, der kann das Spiel natürlich bei Steam für 99 Cent kaufen. Das war keine Frage. So. Oh, welch gruselige Animation. Natürlich auch wieder ein paar Grafikfehler dabei. Jetzt weiß ich nicht, woran es liegt. Also ich denke mal, es ist ein bisschen auch die Kompatibilität. Wie gesagt, das ist hier ein Windows 10 Rechner, dass es überhaupt noch läuft. Früher gab es Windows 98. So, hier sehen wir auch wieder ein paar Secrets. Hier können wir nur springen. Weiß nicht, wie man da reinkommt. Na, egal. Müssen wir jetzt nicht machen. Wir schauen uns einfach das Game an, um mal zu schauen, wie die Technik früher war. Ich glaube, das war damals von der Technik her Bump Mapping oder so ähnlich hieß das. Ja, schon faszinierend. So, ich habe gesehen, da ist ein Seil. Das man natürlich auch so leicht übersieht. Ja, okay, die Animation, wenn man mal sieht, wie er... Oh Gott, ey, das ist echt schlimm. Also, wenn du keine Finger hast, um darüber zu greifen und wie die das damals dargestellt haben. Können wir uns dann hier umdrehen irgendwie? Ja, das funktioniert. Aber es funktioniert halt auch nur, wenn wir umschalten. Genau, wir drehen uns nochmal um, sammeln das hier nochmal mit ein. Ja. So, jetzt sind wir in einer Höhle. Was man auch merkt, die Soundeffekte finde ich auch sehr minimal. Ja, guckt euch mal das Licht an. Ey. Wenn das heute so aussehen würde, dann würde man wahrscheinlich wieder einen C64 anschmeißen. Das war ja damals... Echt? Also, unglaublich. Wobei der C64 natürlich noch schlechter war. Ist das hier schlechter? Zu der Zeit damals ging es halt nicht anders. Ja. Wenn man jetzt aber überlegt, das sind so ein bisschen die Ursprünge. Wobei ich sagen muss, für 1999, ich weiß nicht, wie das erste Tomb Raider jetzt aussieht. Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Aber das sind ja Sachen, die wir damals von Tomb Raider kannten. Hochspringen, zur Seite... Das ist, ja, war damals so ein bisschen revolutionär. Weil was Neues gab es ja in der Form nicht. Zumal die 3D-Spiele damals ja noch mit einer Voodoo-Grafikkarte zusätzlich laufen mussten. Voodoo 2 war das damals, glaube ich. Dann konnte man 800 x 600 als Auflösung spielen. Und wenn man zwei Voodoo 2-Karten hatte, 1024 x 768. Das ist schon interessant. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie er sich hier hochzieht. Ich vermute mal, wir müssen einfach nach oben drücken. Wenn ich hier mal runterfalle, weil ich springen drücke. Ja, genau. So, jetzt haben wir hier die Hunde. Der Himmel. Naja, wie viele Farben mögen das sein? Auf jeden Fall nicht viele. Ja, die Hunde machen jetzt hier Gassi, sitzen hier ganz artig. Ja, okay. Ganz wohlbesonnen sind sie uns nicht. Sind wir hier in irgendeiner Kirche? Ja, irgendwie mit einem Altar. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Hey there, Mike. Glad you could make it. How could I refuse your offer? How could I ever refuse you, Agneta? You can't. Echt. I'm simply irresistible. I hope you read the file I gave you and read it real well. Die Brille nicht durchsichtig, wir sehen keine Augen. You got my stuff? Come on in, honey. You know, on the way over here, I got to thinking about these dark souls. If they're so damn dangerous, why didn't the angels just destroy them? Because that's impossible. Their power is their immortality. If evil ever manages to implant these immortal souls into its monstrous slaves, can you imagine the carnage an immortal, unbeatable army would bring to the earth? That's apocalypse, Shadow Man. That's the end. Okay, okay, so I really gotta get to the Dark Souls before the bad guy. I understand that, but where do I find them? In Govi. Each Govi has been sealed by the most powerful voodoo. Not even the greatest Bokor or Mambo can open them to release the Dark Soul within. Believe me, I've tried. But a Shadow Man, or something even more powerful, just might be able to do it. Release the Dark Soul, and take it into yourself. But be warned, the dark souls are a pure and ancient evil and possess a power that should not be abused. Okay, okay. Let's just get this thing over with. You got my stuff? Right here. Also ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde es wahrscheinlich nennen. Jesus, Luke, he's alive. Alive and in pain. I gotta help him. He's dead, Shadow Man. You know that. I know, but I saw. It's understandable that you still have strong feelings for your brother. That's why the bear works for you, connecting you to Deadside. Use it now, Mike. Go Deadside and find Jaunty. He's waiting for you at the Merrow Gates. He's got something to show you. Okay. And Mike? Yeah? If you need me, I'll be here. Now. Go see Jaunty and get them dark souls. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Waffe. Müssen wir damit jetzt auch so zielen, oder? Oder müssen wir die jetzt noch einsammeln hier? So, wir müssen sogar hier springen. Faszinierend. Hier ist auch wieder ein Rätsel, was ich nicht lösen kann. Egal. Ja, hat er jetzt die Waffe oder wie gesagt, muss er die einsammeln? Das weiß ich gar nicht. There's no time to waste. Use Luke's Bear and go Deadside. Ich weiß nur noch, dass die Hunde uns jetzt angreifen. Damals noch hängen geblieben. Ja, wahrscheinlich haben wir die Waffe noch nicht eingesammelt. Die hier bekommen. Mike, there's no time to waste. Use Luke's Bear and go Deadside. Ja, mache ich ja, aber I'm wasting my time here. I should just use Luke's Bear and go Deadside. Mike, use the bear. Go Deadside. Also die Waffe haben wir jetzt schon gezogen, aber müssen ja auch irgendwie schießen. Wo schießt er? So können wir sie wegstecken, so können wir sie ziehen. Mike, there's no time to waste. Jetzt haben wir die Waffe in der Hand. Use Luke's Bear and go Deadside. Müssen wir uns die Steuerung mal kurz angucken. Gehen wir mal auf Option. Und dann den Controller. So, was haben wir denn? Action. Okay, left hand, right hand. Action. Wir legen wir mal hier auf die Taste. Und hier haben wir Zoom, hier haben wir Springen, hier haben wir die Hand. Tja. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Restore Defaults. Ist wahrscheinlich besser, so. Dann haben wir die auf Standardeinstellung und dann wurschteln wir uns dann mit dem Joypad zurecht. Das wird schon passen. So, go back. Continue. Mike, there's no time to waste. Use Luke's Bear and go Deadside. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie hier ist jetzt Schießen. Mike, use the bear. Go Deadside. Aber wie kriegen wir den Zoom jetzt wieder weg? Jetzt passen die Tasten mit Mike, dem Zoom use the bear. Go Deadside. Links, rechts. Ja, B. Ah, okay. Select. Alles klar. Und wie schießen wir jetzt? Ah, er schießt, ballert gleich los. So, wir können aber die Waffe auch wegstecken. Und ich vermute mal, wenn wir draußen mit der Waffe hantieren, dass die Hunde uns angreifen. Hantieren wir nicht mit der Waffe, sind die artig. Ich glaube, das sollten wir auch so lassen. Ist mir damals gar nicht so aufgefallen. So, wir sammeln jetzt hier erstmal schön das hier ein. Das funktioniert nicht, doch. Also die Frame-Abfrage ist auch richtig extrem. Wie man sich, also die Kollisionsabfrage, wie man sich jetzt hier bewegt. I'm wasting my time here. I should just use Luke's Bear and go Deadside. Ja, ich bin ja gleich weg. So. Ich glaube, ich kann, wenn ich jetzt schieße. Ich probier's mal, ob ich das Schloss aufschießen kann. Die Tür ist ja irgendwie Gucken wir hier ran, sehr gut. Danger steht hier. Ups. Oh, jetzt sind wir mal tief gefallen. So, I think my lungs are gonna burst. Wie schwimmen wir jetzt? Mit welcher Taste? Geht automatisch nach oben. Oh, ne, wir sind ersoffen. Naja, das ist doch auch mal eine Erkenntnis. Wir sind ersoffen. Gucken, wo es wieder losgeht. I am the Lord of Deadside. Oh, jetzt sind wir in der Schublade. Wir können jetzt ballern. Das war sogar richtig. Hier könnt ihr am wenigsten Energie einsammeln. Jetzt müsste man mal so eine alte Zeitung von früher nehmen, sowas wie, was gab's denn damals? Ich glaube ASM, gab's die 1999 noch? Aktueller Softwaremarkt, ich weiß es gar nicht. Oder Powerplay gab's damals. Das ist ja mal interessant, wie die das damals bewertet haben. Bestimmt sehr, sehr gut. Geile Grafik, geile Animationen, 3D-Effekte, alles super. Für uns ist das ja heute wieder, naja, muss es auch geben. Also wie gesagt, ich will es nicht schlecht reden. Also wer es mag, wer so Retro-Feeling haben möchte, ist das für 99 Cent, kann man sich das mal gönnen. Für 99 Cent gibt es schlechtere Dinge, die man sich kaufen kann. Ah. So. Und jetzt können wir wieder... Das ist auch ein Problem der Grafik. Ich weiß, wie man da links, jetzt bin ich wieder reingefallen, dass man da auf einmal links langlaufen muss. Man muss hier noch nicht mal nachladen. Das finde ich auch faszinierend. Das heißt, man kann endlos schießen. So. Ja, was ich noch sagen wollte, Orientierung, genau. Ich habe hier eben den Weg gesucht und es ist alles in einer Farbe irgendwie so, so grau, so wenig. Die Figur hat auch nicht so viel Farben. Die passt sich schon fast im Hintergrund an. Ist natürlich sehr dunkel. Und wenn man dann guckt, wo geht's weiter, muss man sich echt schon ein bisschen bemühen, weil man gar nicht erkennt, dass man da lang muss. Michael, get your ass over here. Oh. Hello there, Michael. How's that treating you? Jaunty. Kindly refer to me as Shadow Man. Michael LeRoi has no place here in Deadside. Whatever, Mick, it's good to see you again. Seems like simply ages since I last set my eyes on your happy, smiling mug. The feeling's mutual. I suppose you've been away dallying with the old battle axe, giving her one with some of that righteous voodoo so she can stay forever young? Something like that. She's been filling your head with her fated pillow talk again, I'll bet. Doomsday in an army giddy until you're drunk with the stuff. She did happen to mention a certain prophetic dream she's been having. Did she now? Well, for once I think the owl witch might be right. See that bloody big black tower yonder? How could I miss it? Well, old Bruegel, the medieval painter blokey, was just telling me the other day that he thought it looked remarkably like a picture he once did. Is that Pieter Bruegel? No, Seamus, his distant Irish cousin. Anyways, he was quite shocked so he was at the terrible mess that bloody thing's made. Appearing out of nowhere and tearing its way through the place like there's no tomorrow. Which, given what Nettie's saying, might not be too far from the truth. Any idea what's going on in there? Nope, and I shan't be knocking on the front door to find out neither. All I'll say is, if there's something wicked heading this way, it'll be coming from in there. Nettie mentioned the Dark Souls. Can you tell me any more about them? I'm afraid I'll have to reply in the negative again, Michael. Suffice it to say, Nettie's told me that they're bloody powerful, well nigh indestructible, and shouldn't fall into the wrong hands. Any idea where they might be? What am I, a Dark Soul travel guide now? I suppose you could try all of the ancient sacred places down amongst the Wailers and Shiverers. We just hope that none of them souls have ended up in that filthy big black tower. Krass, wie das From what Nettie would say, some of them already have, which is all the more reason for me to be pushing on. Open the gates, Jaunty. Places to go, people to see, eh, Michael? Just open the gates, Jaunty. Did I ever tell you about the time me and Attila the Hun were playing skittles with the guillotine heads of the French aristocracy? Jaunty. All right, keep your bloody hair on. Which looking at your shining bonds may prove to be rather difficult. Open sesame! Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. And if you be wanting to pop by and chat a while, I'll still be here. It's just a shame we can't share a drop of the hard stuff together by a roaring peep fire. I don't drink. Sie haben ihn auf jeden Fall auf seiner Dauerfaust, die er hat, ein paar Finger drauf gemacht. Ah, guckt euch mal die Proportion von dem Typen an. Das ist ja echt heftig. So, aber egal. Wir spielen mal ein bisschen weiter und schauen mal, was noch so auf uns zukommt. Oh, die saugen mir die Energie aus. Können wir uns da noch wieder aufhaben? Das heißt, die Weine ziehen uns die Energie ab und wir müssen uns sie wiederholen, indem wir die erschießen. Ja, einfach mal die Energie absaugen. Gibt's auch nicht. Aber hier so eine Stelle, dass man überhaupt mal sieht, dass man hier weiter muss. Das ist echt faszinierend. So, wir springen jetzt hier rüber. Laufen hier lang. Wirklich alles gleich aus und komm wieder zu dem Typen. Vielleicht können wir das ja ein bisschen abkürzen. Ja. Wir haben es abgekürzt, weil wir kennen ja, wissen ja schon, was er erzählt. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil 2, 4, 5. Genau, 5 Sterne sind aufgeladen. Also jetzt die Energieanzeige. So viel einsammeln, dass man weiter kann. Ich weiß aber so, dass die Stelle das letzte Mal auch schon nicht einfach war. Sehr gut. Also das heißt, wir sollten auch die Vasen schießen. Bevor wir in die Probe gehen. Vielleicht müssen wir hier auch lang. Ich kommentiere schon gar nicht mehr so viel, ich werde schon ruhiger, weil es gar nicht so einfach ist. Und die ziehen uns hier so viel Energie ab. Noch eine Vase finden, wo was drin ist, oder mehrere Vasen. Damit können wir uns mal ganz gut. Wir brauchen sozusagen deren Blut. So, wir haben jetzt auf jeden Fall zu wenig Energie. Sobald die rumbrüllen, dann saugen die mir die Energie weg. Das ist echt verarscht. Ja, und wir sterben wieder. Und wenn wir jetzt wieder bei dem Johnny landen, dann haben wir es mal angespielt. Naja, komm, wir versuchen es trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Aber ich würde sagen, wir versuchen noch einmal ein bisschen weiterzukommen. Sollten wir es dann nicht schaffen, dann ist das angespielte Experiment auf jeden Fall ja, abgeschlossen und ihr habt erstmal einen Eindruck von dem Game. Also wie gesagt, wer es mag, 99 Cent bei Steam, gar kein Problem. So, ja, diesmal redet er mit uns noch gar nicht mehr, das ist schön. Ja, also die Lichteffekte damals, unglaublich. Aber das muss ja nicht zur damaligen Zeit revolutionär gewesen sein. Ein frei steuerbarer Charakter. Ich weiß auch noch, dass die Joypads damals auch noch nicht so gut waren. Da gab es halt welche von Hama, die waren so relativ billig. Und dann gab es halt die... Und dann ein bisschen mehr programmieren konnten. Sprich, die Tasten belegen. Die meisten hatten damals nur Viertasten. Und die gekauften Joypads, die hatten dann 6 Tasten. Und von da kommen wir ja. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt links abtauchen. So, da geht's auch rüber. Oder eine Tür, oder? Will er irgendwas machen? Nee. Ich weiß auch gar nicht, wie man das früher gespielt hat, weil man ja auch die Grafik erkennen musste. Hier weiß man teilweise gar nicht, wo man lang muss. Dass es halt so einseitig aussieht. Wahrscheinlich gewöhnt man sich da mit der Zeit dran. Wir haben jetzt hier mal das Höhlensystem. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Was ist das hier? Kann man nichts aufschießen. Weil es ist hier ja, ich habe ja gesagt, ich mache das wahr. Wir gucken, wie weit wir kommen. Und ja, wir sind nicht weit gekommen. Hier den da oben kann ich euch nochmal zeigen kurz. Aber wir haben es angespielt und wie gesagt für 99 Cent. Wer einen schwachen Rechner hat und mal Bock hat, irgendwie zwischendurch was zu zocken, der holt sich das bei Steam. Habe ich jetzt, glaube ich, 3-mal schon gesagt. Entschuldigung für die Wiederholung, aber naja, ich bin ein bisschen schockiert über die Grafik, was wir damals so toll fanden und was wir früher so alles gespielt haben und freue mich natürlich, wie gut es heute aussieht und dass die Spiele mal besser werden. Ja, wem das Video gefallen hat, der lässt mir gerne einen Daumen da. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann werde ich mal schauen, ob vielleicht... finde ich auch irgendwann nochmal ein anderes altes Game, was so für 99 Cent so gibt. Und stelle euch das nochmal vor. Ansonsten freue ich mich schon auf die neuen Games, die ich hochlade. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Just Svenny.